Das Balve Optimum in Wocklum steht vor der Tür. Die Aufbauarbeiten sind schon gut fortgeschritten. Das sei auch nötig, da durch Pfingsten ein Tag fehle, so Matthias Caminardi. Um die sportliche Qualität muss sich niemand Sorge machen. Dressur-Bundestrainerin Monika Teodorescu und Springreiter-Shootingstar Guido Klatte Junior stellen die sportliche Seite vor. Sehr, sehr viele Jahre hier immer wieder auf diesem Gelände, früher schon ziemlich aktiv und unsere Väter haben hier auch gemeinsam vieles besprochen und deshalb wollen wir auch gerne das weiter unterstützen und natürlich ist für uns jedes Jahr die Deutsche Meisterschaft eines der wichtigsten Turniere und auch immer wieder die erste Sichtung für das jeweilige Championat im Jahr, die erste wirkliche offizielle Sichtung. Und das ist für alle Kaderreiter und die, die es werden wollen, verpflichtend. Und wir sind mit fast dem ganzen A-Kader da, zwei fehlen, zwei Reiterinnen. Das zum einen ist das Christina Bröhring-Sprehe, der Hengst Desperados ist verletzt und wird auch einige Zeit brauchen zur Genesung. Und die andere ist Jessica vom Bredow Werndl. Das ist erfreulicher. Sie erwartet ihr erstes Kind im August. Dann haben wir einen weiteren Ausfall eines Pferdes dieses Jahr von der Olympiamannschaft zu vermelden. Showtime, der verletzt war, aber eigentlich wieder im Training ist. Aber Frau Schneider hat entschieden, ihn jetzt noch nicht zu sehr zu forcieren und noch nicht wieder einzusetzen. In der Hoffnung, beziehungsweise mit dem Hintergrund, dass es eben auch wirklich alles stabil bleibt. Des Weiteren sind alle am Start. Sönke Rothenberger in beständiger Form dieses Jahr mit Cosmo. Das müssen wir mal abwarten, was er hier so raushaut, der junge Mann. Und natürlich Isabel Wert mit Weihgold, dem ihr zurzeit besten Pferd, und Emilio. Und Annabelle Balkenhol hat zwei Pferde im Rennen, Fabian Lüttgemeier hat zwei Pferde im Rennen und habe ich vergessen, Hubertus Schmidt natürlich, war jetzt auch in München mit Bestergebnissen für ihn in der Kür mit knapp 80%. Also auch Imperio ist in sehr guter Form und das wird, glaube ich, sehr spannend. Der deutsche Meistertitel bedeutet für mich sehr viel. Ich glaube, Deutschland ist eine sehr starke Nation und ja, für Deutschland wirklich vorne sein zu können und eben die deutsche Meisterschaft zu gewinnen, ist, glaube ich, ein großer Schritt eben auch Richtung Championat und sehr wegweisend. Ich habe das irgendwie mit dem Weltcup-Finale gar nicht so auf dem Zettel gehabt erst. Wir sind letztes Jahr nach Amerika gegangen mit drei Pferden, weil die Startgenehmigung, also es ist einfacher gewesen, eine Startgenehmigung auf den Turnieren zu bekommen. Hab da ein paar Weltcup-Punkte sammeln können, sind dann wieder nach Europa gekommen. Durfte dann die paar Weltcup-Turniere, ein paar Stationen hier mitmachen, dadurch, dass ich Punkte hatte. Und dann ging irgendwie alles ganz schnell. Hatte natürlich oder habe im Moment einen super Partner an meiner Seite, der es einem natürlich leicht macht. Ich kenne ihn super und es macht unheimlich viel Spaß mit ihm im Moment. Und ja, jetzt sind wir aus dem jungen Reiterbereich raus, haben jetzt den ersten Auftritt einer Meisterschaft hier in Balve bei den Senioren. Sind von den Eltern etablierten viele dabei, vom A-Kader, auch viele Junge wie Mario Steven, wie Maurice Tebbel, Laura Klapphake, die letzte Woche in Hamburg überragend war. Und wenn wir jungen Leute so ein bisschen hervorstechen können, ist das, glaube ich, ganz schön, auch für den Sport. Da macht es auch umso mehr Spaß, wir halten alle zusammen und gönnt sich das gegenseitig und wir sind, glaube ich, alle sehr motiviert. Die Deutsche Meisterschaft bedeutet mir sehr viel. War eine ganz außergewöhnliche Erfahrung für mich, einmal so ein Etappenziel wirklich zu erreichen und auch für meine Pferdebesitzer, für mein ganzes Team, für das ganze Team drumherum, die das auch überhaupt möglich machen, glaube ich, eine Situation, aus der man viel Kraft wieder genommen hat und sich jetzt wieder nach vorne orientiert und an den nächsten Etappenzielen arbeiten kann. Und das ist sicherlich Balve 2017 Titelverteidigung.